Wenn du eine Frau bist, dann ist vielleicht dieser Beitrag für dich ganz interessant. Ich hatte gestern eine Frau zur Massage hier, zur Hormonausgleichsmassage. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Das ist eine Massage für junge Mädchen, die sich mehr Leichtigkeit während ihrer Menses wünschen, dass der Zyklus kürzer wird, dass die Schmerzen weniger werden, die Blutungen weniger werden. Also für junge Mädchen ist die Massage ganz, ganz wundervoll. Aber auch für Frauen, die sich ein Kind wünschen. Man nennt sie auch Fruchtbarkeitsmassage. Und für Frauen, die im Wechsel sind. Also gerade wenn man Hitzewallungen hat und ja auch ja, tiefe emotionale Prozesse stattfinden. Also um quasi die Hormone auszugleichen. Und es war eine Frau da, die hatte schon ein Kind und sie kam mit dem Wunsch, dass sie mehr in ihre Balance kommt. Und die Frau war von der Grundstruktur, hat sich nicht leicht angefühlt, sag mal so, nicht leicht angefühlt. Und wir haben beim zweiten Teil, also der zweite Teil ist im Liegen, da wird die Gebärmutter quasi behandelt. Im ersten Teil, der ist im Sitzen, da werden die Reflexzonen am Nacken behandelt. Dann hier das goldene Dreieck, der Rücken und im Steißbeinbereich. Und der zweite Teil ist eben in Rückenlage und da wird hauptsächlich die Gebärmutter und dieser Bereich behandelt. Und als ich meine Hände auf die Gebärmutter gelegt habe, überkam ich eine ganz starke Traurigkeit. Mir sind sogar die Tränen geflossen und kann das immer sehr gut wahrnehmen, was im Feld ist. Und so habe ich sie gefragt, ist vielleicht ein Kind in deinem Bauch gestorben? Gab es eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung? Und sie hat erzählt, dass sie eine Fehlgeburt hatte in der 12. Woche. Sie war jung, wurde schwanger, unabsichtlich, also sie war nicht geplant, die Schwangerschaft. Und es war für sie schwer. Sie war nicht verheiratet, eben noch ganz jung, mitten in der Ausbildung und hat sich inständig gewünscht, dass das Kind wieder geht. Also hat viel Sport gemacht in diesem Wunsch, dass die Seele wieder gehen möge. Und nach 12 Wochen ist sie gegangen. Sie hat sogar noch das Embryo gesehen, wie es aussah. Und hat dann runtergespült der Toilette und ja, quasi wie so den Deckel auf das Thema gemacht, um es nicht fühlen zu müssen. Und wenn Themen nicht verarbeitet werden, nicht angeschaut werden, dann kommen sie auf einer anderen Ebene wieder, dass man hinschaut. Also in Form von dieser Traurigkeit, dieser Schwere. Und durch dieses Sehen, durch das Spüren in dieser Massagesitzung, konnten wir quasi nochmal den Deckel aufmachen und dann nochmal hinschauen. So habe ich sie noch systemisch begleitet durch den Prozess mit Vergebungsarbeit und das Thema konnte sich lösen. Und ja, so war das eine ganz besondere Massagesitzung. Und ja, ich habe durch diese Arbeit schon sehr viel erleben dürfen, sogar in Massagekursen, weil ich diese Massage auch weitergebe als Ausbildungskurs, einen eintägigen Kurs und sind bald wieder 2 Seminare angeboten von mir. Und bei einem Kurs war eine Frau da, eine junge Frau, mit dem Wunsch, schwanger zu werden. Ihre Mama war mit dabei und sie war Model, also sie lag auf der Liege und ich habe anhand von ihr die Massage den anderen Frauen erklärt. Und als ich wieder bei der Gebärmutter war, hatte ich auf einmal auch wieder eine ganz starke Traurigkeit und auf einmal kamen mir Bilder und so habe ich gefragt, war denn eine Frau in deiner Ahnenreihe, die im Kindsbett gestorben ist? Und da sagte dann die Mutter, ja, deine Urgroßmutter ist im Kindsbett gestorben. Also sie hat ein Kind geboren und danach, 2 Tage später, ist sie gestorben. Und dann war auf einmal ganz stark spürbar, dass das im Feld war, dass sie diese Angst übernommen hat. Die Angst, wenn ich schwanger bin, gebäre, dann sterbe ich.
Und es war, ich kriege jetzt nur Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war so stark im Raum spürbar und ich konnte mit dieser Frau wieder eine Heilarbeit machen. Also wir sind dann quasi zu dieser Urgroßmutter gereist und haben mit ihr systemisch gesprochen, Vergebungsarbeit gemacht und so konnte sich dieses Thema lösen in dieser Frau, dass sie dieses Thema nicht mitnehmen musste. Und was ist geschehen? 3 Monate später war sie schwanger und inzwischen ist das Kind schon da. Ja, und ich bin einfach immer wieder so berührt, was aus einer Massage alles geschehen kann, was gesehen werden kann, was in Heilung kommen kann. Und wenn auch du das für dich erleben möchtest, dann sei herzlich eingeladen zu meinen Massagekursen. Du kannst ja gern zu mir kommen zur Behandlung, aber am besten du lernst es gleich selber. Am besten nimmst du deine Freundin mit oder deine Mama oder deine Tochter. So könntet euch das dann gegenseitig praktizieren. Denn am besten ist, dass man wirklich 6 Mal hintereinander, so im Abstand von 1, 2 Wochen, diese Massage praktiziert. Dann entfaltet sie eben ihre beste Wirkung. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch. Alles Liebe, liebe dein Leben, deine Andrea.